Willkommen zu diesem etwas anderen Video. Moment. Jetzt. In diesem Video möchte ich zu jeder Videospielkonsole oder auch Handheld ein Spiel zeigen, das mich so, ja, besonders geprägt hat, und ich habe mir da aber nur eher weniger bekanntere Spiele ausgesucht, also kein Mario und so, und auch nicht Spiele, die ich schon bereits auf meinem Kanal habe. Das heißt, also pro Konsole ein Spiel. In dem Fall fange ich jetzt mit dem Game Boy an. Ja, ich denke, so grün ist halt das Ikonischste, dabei belasse ich es halt auch. Und das ist Wally Fire. Das kennt wahrscheinlich so gut wie niemand, aber ich fand es immer mega cool. Ist ein etwas anderes Shoot'em Up. Man könnte es schon Shoot'em Up zählen, aber es ist mehr so ein Duellspiel. Also nicht irgendwie man selbst gegen viele Gegner, sondern es ist immer so ein Duell. Also meistens ist man gegen einen, manchmal auch gegen mehr. 1, 2, 3. Und ja, das ist das Prinzip. Man versucht den anderen zu treffen. Man kann die gegnerischen Schüsse treffen, dann neutralisieren sie sich beide. Und sonst, es gibt Hindernisse, die man nicht berühren darf. Der Gegner darf sie berühren. Der kriegt keinen Schaden. Also wenn man wirklich in irgendetwas reinfliegen sollte, das geht hier jetzt noch nicht in der ersten Map beispielsweise, ist man instant tot. Man hat diese zwei Leben. Ich glaube, man kann auch Leben bekommen. Ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war. Und das Spielprinzip ist auch nicht linear. Also man fängt halt jetzt auf dieser Elsa, auf dem Planeten an. Elsa. Man kann sich aber dann später entscheiden, welche Route man nimmt. Es gibt aber eine Endzone, wo man hin will. Oder Planeten. So, man versucht halt immer so leicht versetzt zu schießen, dass sich die Schüsse nicht treffen. Weil man kann immer nur zwei Schüsse auf dem Bildschirm haben, so dass man ihn halt trifft. Au, okay, jetzt wurde ich auch mal getroffen. Aber solange ich kein Leben verliere, ist das nicht verkehrt, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. Müsste die Lebensenergie nach einem Level aufgefüllt werden? Ich hoffe, ich erzähle jetzt keinen Schmarrn. Ich habe es schon Ewigkeit nicht mehr gespielt. So, ein Leben hat er noch, also kein extra Leben mehr. Wieder ein Treffer. Und das wird halt immer schwieriger. Später kommen dann auch noch, ja, zusätzlich zu den Hindernissen so Spiegel. Da können sich die Gegner sogar selbst treffen. Passiert aber eher selten, so wie sie sich verhalten. Aber klüger werden die CPUs tatsächlich nicht. Also bewegen sich immer so teilweise random. Jetzt haben wir erstmal ein anderes Muster. Aber schon auf dem zweiten Planeten kommen da neue Elemente. Ah, genau, hier diese Items. Das müsste ein Upgrade. Ne, das ist Unverwundbarkeit. Genau. Okay, also nach einem Level werde ich nicht geheilt. Fällt mir jetzt gerade auf. Vielleicht in der nächsten Stage. Oder durch Items nur. Und die Musik fand ich immer mega klasse. Also Ohrwurm-Gedudel halt. Ja, das war ein Doppeltreffer. Ah,
Ah, komm schon. Ah, jetzt hat er mich erwischt. Nochmal. Na los. Ja. So, einmal. Und wenn viel auf dem Bildschirm los ist, dann wird es auch noch langsamer, das Spiel. So ist es. Nein, dass das nicht getroffen hat. Ich will zumindest noch das mit dem zweiten Planeten zeigen. Also es soll nicht besonders lang immer werden, die Videos. Oder vielleicht entscheide ich mich auch anders. Weil eventuell sieht man halt nicht so viel vom Spielen, das wäre auch blöd. Jetzt auch nicht noch viel mehr zu sagen, weil man kann eigentlich nur schießen und sich bewegen. Relativ simpel. Noch einmal noch. Nein. Jetzt. Okay. Ja, jetzt kommt schon das erste Element. Das sind jetzt eben diese Spiegel in der Mitte. Wenn man da dagegen schießt, bing. Man kann aber auch, wenn es so ein bisschen reinrutscht, das ist ein bisschen cool. Also ist eher ein Bug wahrscheinlich. Aber... Moment. Man kann nämlich, wenn der Spiegel sich in den Schuss rein bewegt. Ah, ich krieg's nicht hin. Das ist dann immer ganz cool. Ah, nein. Hä, geht das nicht? Als ob. Ich weiß, es geht. okay, der Bot ballert sich gerade selber im Grund und Boden. Alles klar. Ich krieg's nicht hin. Da, das. Und es geht dann immer durch, quasi. Ja, es geht dann Richtung Gegner. Okay, danach kommt dann, nach drei Stages kommt immer ein Boss. Die sind dann meistens das Interessantere. Wobei es mit Hindernissen dann sehr stressig werden kann. Na, jetzt habe ich ihn mal wieder erwischt. Noch ein Treffer. Ah, das ist auf seine Seite gegangen. Ich habe jetzt erwartet, es geht auf mich. Oh, vielleicht werde ich doch nicht geheilt. Ich will jetzt kein Leben hier verlieren, eigentlich. Boah. Nein! Ich glaube, einen Treffer würde ich sogar noch aushalten. Oder? Nein, tue ich nicht. Zack. So, und jetzt der Boss. In dem Fall sind es drei Geschütze, die richtig krasse
Schüsse haben. Also das sind schon voll abgegradete. Die hauen einen fast komplett weg. Und auch KP haben die ein bisschen mehr. Aber blocken kann man sie genauso leicht. Oh nein. Oh. Ja, drei Schuss und dann ist man weg. Drei Treffer. Den mittleren habe ich jetzt gleich. Noch zwei. Einer. Also sich hier nicht so verstecken. Komm mal her. Vielleicht mache ich es doch ein bisschen länger und einzeln als einzelne Videos. Aber ebenso als eine Serie. Genau, jetzt ist das hier abgeschlossen mit dem W. Und man kann mit, was ich halt früher nie verstanden habe, ich habe immer versucht mit dem Steuerkreuz irgendwas auszuwählen, aber man muss einfach Select drücken. Jetzt haben wir nämlich die Wahl zwischen Tran und Rid. Quasar. Tran Planet, Rid Quasar. So eine Sonnen, mehrere Sonnen. Das gar nicht. Also das ist quasi der, den ich eher seltener gemacht habe, weil ich am Anfang nicht gecheckt habe, dass man auswählen kann. Und das möchte ich noch kurz zeigen. Ja, das Level ist halt recycelt. Was ein bisschen schade ist. Das ging schnell. Nee, man wird echt überhaupt nicht aufgefüllt. Weder Energie noch sonst irgendwas. Leben sowieso nicht. Ja. Also das Spiel ist echt nicht leicht komplett durchzuspielen, wenn man wirklich keine extra Leben kriegt. Aber ich glaube, man kriegt welche. In bestimmten Leveln kommen da diese Items. Oder? Ich hoffe es. Vielleicht auch nicht. Das wäre dann echt brutal. Ach komm, das hat doch getroffen. Soll ich auch mal wieder selbst? Ja, genau. So in die Richtung. Da, Treffer. So knapp. Auf diesen Glitch zu nutzen. Ja, Glitch ist nicht. So ein akzeptierter Bug halt damals. So, jetzt kommt nämlich schon was, wo Objekte einen
instant töten kann. Also man sollte nicht in die Dinger reinfliegen, seitlich geht's nicht. Aber wenn sie auf einen zukommen und man da ist, ist man tot. Und hier kriegen wir auch schon ein Item, wieder ein S, einen tollen Schild. Ja, so kann man auch durch. So wie der Bot. Der darf halt da einfach sowieso durch. Aber ich will nicht unbedingt da innen drin sein, wenn das aufhört, das Schild. Das ist nicht gesund. Aber seitlich gehen die eigentlich auch nicht in die Blöcke rein. Weil das Fiese ist halt auch, die schränken die Bewegungsfreiheit so ein, auch. Und wenn er dann irgendwie so seitlich schießt, dass du eben seine Schüsse nicht triffst, aber die dich, dann hast du Pech gehabt. Okay. Schade, dass ich jetzt kein Upgrade, Waffen-Upgrade kriege. Normalerweise sind die sehr wichtig, weil da haust du dann richtig rein. Allerdings verliert man die wieder, wenn man stirbt, also ein Leben verliert. Und sowas wie, ach, das ist genau das, was ich gemeint habe. Ein richtig unfairer Schuss, kann ich nichts machen. Ja. Und er macht aber auch nichts. So, ja, das ist noch was. Das ist so ein Typ in der Mitte, der schießt in beide Richtungen. Also der kann uns alle treffen und taucht immer wieder auf. Und dann diese Bubbles, die wenn man zerstört, tauchen sie irgendwo random auf. Die können dann auch auf deiner Seite zum Beispiel auftauchen. Dann ist deine Bewegungsfreiheit eingeschränkt und du kannst nichts dagegen machen. Nur der Gegner kann sie dir wieder frei machen. Das ist Item. Ein Schild wieder. Ganz toll. Möglichst viel reindrücken, solange ich das Schild habe. So, zweiten Boss will ich noch machen. Boah. Er hat gesessen. Ja, da hätte ich jetzt viele Treffer landen können. Zehn Punkte geben diese komischen Kugeln, Blasen, wie auch immer. So, das habe ich immer so als Züge oder so interpretiert. Und die haben diese fetten Raketen. Die dürfen nicht, am besten nicht nach unten kommen, bei dem Explosionsradius. Und ich glaube, die töten einen wirklich sofort. Also sie können nach unten kommen, aber das ist sehr gefährlich. Ist nicht unbedingt sofort tot, wenn sie nur unten ankommen. Aber sehr wahrscheinlich. Und die haben halt immer selbst so eine Art Schutzschild da oben. Oh. Okay. Das ist ein bisschen kleiner, als ich gedacht habe. Aber habe ich auch Glück. Thank you.
Oh. Ah, die Raketen blocken aber auch alle meine Schüsse halt ab, bis sie explodiert sind. Einer ist schon fast weg. Frag mich echt, was das sein soll. Wahrscheinlich auch so Art Geschütze. Vielleicht ein bisschen so. Hm, nicht. Braucht man viel Fantasie, um da irgendwas rauszuerkennen. Für mich waren das immer Züge. Waggons oder so. Macht zwar nicht viel Sinn, aber. Vielleicht kann man noch irgendwie so nah. Einfach technisches Gerät, keine Ahnung. So eine Art Chip. Oh. Jetzt habe ich ihn doch fast. Ja. Victory! Jetzt könnte ich wieder zurück nach Elsa. Okay. Dein Stardust. Und Milio? Ist ein O, ja, das D sieht anders aus. Aber eigentlich wollen wir nach links oben tatsächlich. Wobei man kann eigentlich theoretisch jedes Level einmal machen. So im Zickzack. Vielleicht sogar auch doppelt. Da fängt es gleich mit sowas an. Oh, rückwärts. Das ist eine Katastrophe. Das ist eigentlich das Schlimmste. Ja, da musst du auch noch super schnell reagieren. Ja, super schnell. Leben! Leben! Ja. Und gleich verloren. Ich glaube, ich mache es tatsächlich in diesem Fall, bis ich Game Over bin. Und tschüss. Nicht gut. Das ist eine schöne Position von ihm. Und ich nehme wieder Schaden. Gibt's nicht. Und jetzt haben wir hier sowas mitblasen. Ich weiß nicht, was es sonst darstellen soll. Ja, die sind so rund. B, das glaube ich stärker sein. Nein, B ist einfach nur Bonuspunkte. Ja, gibt's ja nicht. Ich glaube, ja, P Power ist das, was ich eigentlich haben will. Nein, wieso? Ich habe ihn nicht getroffen, den Kack. Okay. Ja, der wird wohl doch nicht so lange dauern. Das ist nicht hoch. Oh. Hab ich jetzt Schaden genommen? Ich hab's nicht mal gesehen. Was? Ich glaube, die dicken Schüsse, die gehen auch durch diese Kugeln durch.
Hey, ich hab ein Leben bekommen. Für 4000 Punkte gibt's ein Leben. Okay. Ist ja auch nicht. Warte, ich doch diese Kugeln hier weg. Die ist jetzt in mir aufgetaucht. Okay, das war's schon. Von Toei. Also, gar nicht gerade unbekannt. Publisher. Vielleicht sind die auch der Entwickler gewesen. Ist ja nicht so unüblich damals. Ja, okay. Das war Volley Fire. Oder Wurdy Fire. Wollte ich nochmal sagen. Also, Body. Ne, da steht irgendwas von Body. Genau, Body Fire. Ja. Naja, okay. Dann bis zum nächsten Spiel. Das wird dann, ich denke, ja, Game Boy Color sein. Bis dahin, see ya.